Und damit einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zum nun schon fünften oder sechsten Livestream. Ich muss mal ganz kurz gucken, was habe ich geschrieben. Zum schon sechsten Livestream tatsächlich zu Pokémon Harmony, der Nuzlocke-Challenge. Und natürlich ein herzliches Hallo an die, die schon da sind, nämlich Ruxig und natürlich auch Sir Blacky. Euch einen wunderschönen guten Abend, wie geht es euch? Ich entschuldige mich schon mal vorab, wenn ich gerade noch ein bisschen abgelenkt bin, denn jetzt gerade in dem Moment läuft parallel noch der letzte Spieltag in der englischen Premier League und da hat Aston Villa gerade eben in dem Moment gegen Manchester City das 2:0 geschossen. Und das bedeutet, wenn Liverpool jetzt noch ein Tor gegen Wolverhampton schießt, dann zieht Liverpool noch am letzten Spieltag an Man City vorbei. Holy shit, ich würde es den Jürgen Klopp und natürlich den Verein Liverpool auch sowas von gönnen. Es fehlt nur noch ein einziges Tor. Urks, Fußball, Rucksick. Du warst mir bis dato immer sehr sympathisch gewesen, aber mit solchen Kommentaren kannst du das gleich wieder ganz schnell verspielen. Kloppo, Hype! Ich glaube, egal, ob man jetzt Fußballfan ist oder nicht, Jürgen Klopp kennt man ja auf jeden Fall, oder? Und das ist einfach ein hochsympathischer Mensch. Dem gönnt man das so etwas von. Deswegen, sorry, wenn ich da ab und zu mal kurzen Blick doch noch zum Fernseher richte. 20 Minuten sind dort noch auf der Uhr zu spielen. Und ihr habt schon eure Pokertypen für den heutigen Tag festgestellt. Rucksack ist Typ Gestein. Passt ja zum heutigen Stream höchstwahrscheinlich, denn heute, ich habe es mir wirklich fest vorgenommen, werden wir endlich die zweite Arena, die Gesteinsarena, in Angriff nehmen. Mir ist das Wort Angriff nicht eingefallen. Angriff ist die beste Verteidigung. Bevor wir aber ins Spiel gehen, werden wir gleich auch nochmal ein, zwei Kleinigkeiten erledigen, bevor wir dann in den Arena-Leiterkampf gehen. Und Blacky ist von Poketyp Fee. Die zarte Fee. Also das passt doch auch wieder kreativ. Fragezeichen. Das passt doch 1A zum Blacky. Er verzaubert doch alle mit seinem Auftreten. Jürgen Klopp, jo. Der Typ kloppt doch öfter an seinen Jürgen. Das Wortspiel ist einfach so schlecht, dass es nicht mal witzig ist. Wie oft haben wir das schon gehört? Zweiter Trainer. Nee, aber heute, wirklich, also heute bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Nein, also heute werden wir definitiv den zweiten Kampf gegen den zweiten Arena-Leiter definitiv in Angriff nehmen und hoffentlich auch erfolgreich bestreiten. Aber wie gesagt, während Liverpool gerade eine Riesenchance hatte, werden wir noch eben ein, zwei Kleinigkeiten erledigen. Und ich glaube, ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorneweg quatschen. Damit wir heute auch wirklich diesen Kampf noch miterleben können, starte ich schon mal so langsam im Hintergrund das Spiel. Und dann wollen wir erstmal die angesprochenen Kleinigkeiten gleich zuerst erledigen. Kennst du das Poke Classic Network? Sagt mir jetzt gerade im ersten Moment so nichts, Blacky. Was soll das denn exakt sein? Ich meine, klar, hört sich nach irgendeinem Netzwerk, nach irgendeiner Gemeinschaft an, irgendeine Community, die irgendetwas zusammen auf die Beine gestellt hat, Fragezeichen. Nee, aber so gehört habe ich da tatsächlich noch nicht von. Wir gehen auf jeden Fall schon mal rüber zu Pokémon Harmony, wo ihr unten am Rahmen schon seht, es hat sich ein bisschen was getan, denn ich habe einige Dinge außerhalb des Streams gemacht. Was genau, werde ich gleich drauf eingehen. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher tatsächlich, ob wir mit dem Team, das da unten gerade steht, tatsächlich auch in den Arena-Kampf gehen werden. So, erstmal die wunderschöne Musik aus dem Intro mal eben kurz wegklicken. Poke Classic Network provides GTS, Battle Videos and other related services for Generation 4 and 5 Games. Wir spielen gerade übrigens Generation 6. It runs in combination with WinFi
NKL VFC, which provide general purpose NVFC emulation and SSL offloading respectively. Okay. Sprich, das soll heißen, dass man... Du spielst ja jetzt seit heute Blackie Generation 4, Hard Gold gehört ja zu Generation 4. Soll das heißen, das Intro kommt mir bekannt vor, dass du mit diesem Network theoretisch auch über den Emulator tauschen und kämpfen kannst? Verstehe ich das jetzt gerade richtig? Und einen wunderschönen guten Abend auch an Nils. Schön, dass du einschaltest zu einer weiteren Nuzlocke-Runde heute Abend. Wie geht es dir, Nils? Wie war das Wochenende? Ich habe gerade schon gesagt, ich schaue nebenbei, ich vermute du vielleicht auch, noch das Premier League-Finale, wo Liverpool und Manchester City im Fernkampf um die Meisterschaft kämpfen. Und Liverpool fehlt ein einziges Tor. Ich drücke da wirklich noch so ein bisschen die Daumen. Wochenende ein ganz faulen gemacht. Hey, kenne ich irgendwoher. Einfach mal wirklich gechillt und nichts getan. Hab Live-Ticker nebenbei an. Ja, zumindest das. Man darf das zumindest nicht verpassen. Wo bleibt eigentlich das legendäre Pokémon Mekamaru und sein weiblicher Gegenpart Akanemaru? Während Wolverhampton gerade eine riesen Chance hatte. Holy shit. Oh, ho, ho. So hab ich das verstanden. Hab heute nur kurz getestet, aber zum Tauschen braucht man ja Freunde. Okay, Freunde, das sollte nicht das Problem sein. Und ja, Nils schreibt es gerade in dem Moment. City verkürzt auf 1-2. Aber ändert jetzt nichts großartig daran. Soweit Liverpool ein Tor schießt, haben sie es geschafft. Gut, aber Freunde, gehen wir so langsam ins Spiel. Und zu den Sachen, die ich offscreen so getan und erledigt habe. Zum einen habe ich natürlich erstmal trainiert. Und hey, Kryo, genau pünktlich, ab ins Spiel. Sobald du da bist, gehen wir natürlich direkt rein in die gute Stube. Und manche werden sich fragen, warum zur Hölle sind wir hier in diesem Palast, in dem wir schon mal waren? Das hat einen guten Grund. Zu dem kommen wir gleich. Aber erstmal, was ich offscreen natürlich gemacht habe, ich habe trainiert. Und zwar alle, so ziemlich alle Pokémon, die wir auch auf der Bank hatten, haben wir, oder habe ich, trainiert. Bis Level 27, manche auch bis Level 28. Auch den Flutschfinger unter anderem, wo... Meister! So viel Zeit für die SGE musste natürlich sein. Sorry, ach, kein Ding. Als Frankfurt-Fan kann ich das absolut nachvollziehen. Und dafür habe ich das ja auch ein bisschen mit eingebaut. Genau, danke Blackie für das Gegenstück. Ich muss mir auch noch irgendeinen Sprechgesang oder irgendetwas oder einen Teil der Hymne vom HSV auch eigentlich noch rausschneiden. Werde ich wahrscheinlich irgendwie zum nächsten Stream dann machen. So, jetzt wieder komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe trainiert. Und ich habe nicht nur unser Poké-Team trainiert, sondern ich habe dabei auch noch eine Sache festgestellt, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Denn Pokémon Y hat noch zwei Features, die wir eigentlich seit Anfang an des Spiels haben. Auf das eine möchte ich gar nicht so großartig eingehen, das ist nämlich hier. Pokémonami. Etwas, das man aus Steinen macht. Ein Steinmännchen bauen. Und Man City schießt das 2-2. Oh mein Gott, es wird nochmal sehr, sehr knapp. Auf das nächste Pokémon. Was ist das nächste Pokémon? Das schauen wir uns alles gleich an. Ach, das heißt ja FCB. Nein, dazu wird es definitiv kein Command geben. Vor allem kein Sound Command. Ich bin nicht unbedingt der FC Bayern Fan, wie manche vielleicht wissen. Buh! Genau, das war die richtige Antwort von Kryo auf diesen Hinweis oder auf diesen Wunsch eines neuen Commands. Ein Feuerriegel muss her. Der Witz, Blackie, wir hatten ja ein Feuerriegel. Das allerdings als Igelava, das du ja mittlerweile in deiner Nuzlocke hast, im vorletzten Stream gestorben ist. Auch wenn es hier in diesem Hack ein bisschen anders aussah. Auch wir hatten ein wunderschönes Igelava, was allerdings schon das Zeitliche gesegnet hat.
Aber Igelava ist auch ein ganz gutes Stichwort. Denn Igelava war hier ja ein Kampf-Pokémon. Und ich hätte sehr, sehr gerne ein Kampf-Pokémon, bevor wir in die Arena gehen. Und das hat mich auf Folgendes gebracht. Nämlich neben Pokémonami, das können wir uns eigentlich auch mal ganz kurz angucken, oder? Ich weiß gar nicht, ob das im... Das könnte sein, dass es jetzt ein bisschen laggen wird im Stream. Wir werden mal mit einem Pokémon, nämlich unserem Onix, ein bisschen spielen. Hey, Onix. Well, it's against the rules to kill three people in the first place. Wir wollen aber keine Free People töten. Und ja, es laggt. Hallo, Onix. Denn in diesem wunderschönen Minispiel Pokémonami können wir unsere Pokémon Futter geben. Aber ich glaube, das werde ich nicht allzu lange machen, denn das Spiel laggt dadurch extrem, beziehungsweise der Emulator laggt dadurch extrem. Man kann sich fragen, oder man könnte sich, man würde sich fragen, was bringt das Ganze ein? Man kann unsere Pokémon übrigens auch streicheln. Holy shit, was war das denn? Okay, haben wir es zu doll gestreichelt? Ich habe keine Ahnung, was das gerade sollte. Auf jeden Fall können wir dadurch die Zuneigung... Oh Gott, und es gibt hier noch mehr Minispiele, aber die tue ich euch und tue ich mir jetzt nicht an. Wir können durch dieses Minispiel hier die Zuneigung zu unseren Pokémon steigern. Aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. So, kann ich jetzt bitte hier raus? Danke, schön. Zu schnell gestreichelt, zu hart gestreichelt. Die über 5 Meter lange Steinechse. Wenn man die zu schnell streichelt, das kann sie einfach nicht ab. Warum nicht? Aber Bayern ist doch... wäre doch ein guter Sound. Ja gut, das würde natürlich passen, Rucksack, aber ich möchte natürlich auch niemanden zu nahe treten oder auf den Schlips treten. Zu schnell gestreichelt, genau. Die Minispiele sind Offstream-Sachen. Ja, aber ich möchte es euch zumindest einmal kurz gezeigt haben. Denn ich habe das Supertraining. Das ist das Interessantere von diesen beiden Minispielen. Eine ganze Zeit lang, bestimmt so 2 bis 3 Stunden gespielt. Und wie kommt denn das? Was ist denn das? Das werden wir uns gleich anschauen, Kryo. Aber Nils schreibt gerade und vorbei. Man City macht in dem Moment sogar das 3 zu 2. Oh. Und ich glaube, ja, Gündogan ist sogar der deutsche Nationalspieler, der Torschütze. Aus 0-2 macht 3-2. Aber gut, da haben wir zumindest Zeit, uns das sogenannte Supertraining mal anzuschauen. Und das habe ich eigentlich nur aus einem einzigen Grund gemacht. Man kann hier in diesem Supertraining die sogenannten EV-Punkte trainieren. Und sobald man bei einem Pokémon, ich habe es in dem Fall bei Lunastein, bei unserem Spezi getan, sobald man alle EV-Punkte verteilt hat, hat man die Möglichkeit, sogenannte Geheimmissionen freizuschalten. Und in diesen Geheimmissionen kann man unter anderem Entwicklungssteine gewinnen. Und das habe ich ziemlich lange gemacht, um einen bestimmten Entwicklungsstein zu erhalten. Auf geht's, Miller! Ja, ich weiß nicht, ob das noch was führt. Und Nyx, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du einschaltest zu einer Runde Pokémon Harmony Nuzlocke. Ein wildes Nyx erscheint. Wie scheint es diesen Nyx bloß zu gehen? Und vielen Dank auch übrigens für deinen Follow. Habe ich vorhin gesehen, dass du nach dem Blacky Stream oder während des Blacky Streams mir auch ein Follow dagelassen hast. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich war jetzt gerade am erklären, was ich offscreen so getrieben habe. Und zwar habe ich einen Funkelstein mir erspielt. Und das war wirklich anstrengend. Denn dazu muss man ein Minispiel absolvieren. Nicht nur ein Minispiel, ihr seht es hier. Es gibt ganz viele verschiedene Partien von diesem Minispiel, die man abschließen muss. Und zu einem bestimmten Level zu kommen. Es war extrem, wirklich extrem anstrengend. Diesem Killer kann man schon mal folgen, finde ich. Oh, du bist so ein Süßer. Vielen Dank, Kryo. Gut, und selbst? Ja, ich kann auch nicht klagen. Das einzige Blöde ist gerade, ich weiß nicht, ob du Fußball interessiert bist, dass Manchester City gerade das Spiel gedreht hat gegen Aston Villa. 3-2 führt. Und das heißt wiederum, Liverpool kann machen, was sie wollen. Wenn Man City gewinnt, können, kann Liverpool die leider nicht mehr überholen. Wonach? Sorry to keep you all waiting for so long. Let's leave all this worthless entertainment behind. Genau.
Let's leave the entertainment behind, denn hier gibt es kein Entertainment. Dem Killer folgen? Also normalerweise folgt er dir. Genau, normalerweise ist das eher andersrum. Aber hier drehen wir den Spieß auch gerne mal um. Hab ich persönlich kein Problem mit. So, aber um euch das Spiel mal ganz kurz zu zeigen, das Minispiel. Ich musste die Runde gegen Galagladi einige Male machen. Und das ist einfach so eine Art Fußball. Oh, und Liverpool erzielt in dem Moment übrigens gerade das 2-1. Jetzt muss Aston Villa nur noch treffen und es kann doch noch was mit der Meisterschaft werden. Das Doofe ist bei diesem Minispiel, ich muss Controller und Maus gleichzeitig steuern. Und ihr seht, dass ich erstmal ausweichen muss den großen Bällen hier. Und ich muss gleichzeitig versuchen, die Tore auf Galagladis Körper zu treffen. Klingt einfach, ist es aber nicht unbedingt. Und ich muss eine bestimmte Punktzahl erreichen. Ich habe auch so ein kleines Schutzschild, das ich immer für eine Zeit lang aktivieren kann, um die gegnerischen Bälle abzuwehren, sollte es denn nötig sein. Bei dem Spiel muss man echt so ein bisschen multitaskfähig sein. Wie gesagt, ich muss Controller steuern und gleichzeitig mit der Maus zielen. Oh, jetzt kommen die gefährlichen Bälle. Die kann man nur mit dem Schutzschild abblocken. Okay, ich verkacke hier gerade auf... Hallo, ich aktiviere doch das Schutzschild. Hallo, kannst du mal bitte etwas anderes machen als diese blöden Bälle? Denn denen ist nur sehr schwer auszuweichen. Die Bälle hingegen sind schon etwas angenehmer. Konzentration muss der Killer hier betreiben. Alter, 5600 Punkte. Offscreen hat das alles ein bisschen schneller und besser geklappt, muss ich sagen. Schnauze Katze, ich kann gerade nicht in den Chat schauen. So, jetzt aber, komm. Jetzt muss ich mal hier alle Tore abschießen. Denn wenn ich alle Tore am Körper treffe, was ich natürlich wieder nicht geschafft habe, dann erscheint kurzzeitig so ein rotes Tor, das eine ganze Zeit lang bleibt. Und in der Zeit kann man vermeintlich jetzt nämlich, oder auch nicht, ich dachte, ich hätte es noch rechtzeitig geschafft. Nein, stattdessen wieder schwarze Fußbälle. Fußbälle sind Feind des Menschen, wie man hier sieht. Oder Feind der Pokémon vielmehr. Junge, wie häufig willst du die noch schießen? So, aber gleich sollten wir es geschafft haben, wenn ich denn besser zielen würde. Autsch. Wenn wir uns von den Ballen treffen lassen, kriegen wir natürlich auch noch Minuspunkte. Was das Ganze natürlich wieder entschleunigt. So, komm, jetzt aber... Oh nein, ich wurde wieder getroffen. Willst du mich verarschen? Ich habe, ohne Scheiß, als ich offscreen gespielt habe, kein einziges Mal verkackt. Jetzt spiele ich einmal im Stream und dann verkacke ich, oder was? Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Okay, doch noch geschafft. Gerade so vor dem Ende. Holy shit, meine Herren. Easy. GG! Ne, leider überhaupt kein gutes Spiel. Die Vorgabezeit wurde nicht erreicht. Und dafür bekommen wir nämlich dann Items. Und je nachdem, wie gut man sich schlägt, bekommt man bessere Items. Wir haben in dem Fall nur einen Sprudel bekommen. Auf jeden Fall, dieses Minispiel musste ich so um die 20, 30 Mal spielen, um diesen einen blöden Entwicklungsstein zu bekommen. Und ich hoffe, das hat sich aber schlussendlich gelohnt. Mal wieder FIFA üben. Das wäre vielleicht eine Idee für die Zukunft. Immer diese künstliche Spannung. Ja, extra für euch habe ich das jetzt nochmal spannend gestaltet. Normalerweise würde ich da jetzt so locker durchgehen. Ich habe keine Ahnung, warum ich rausgehe. Denn ich wollte hier noch etwas im Magnus Opus Palast, so hieß er, erledigen. Aber bevor wir das erledigen, werden wir diesen gewonnenen Funkelstein einsetzen. Denn diesen Funkelstein werden wir dazu einsetzen, Galotiri, unser Kirlia, zu entwickeln. Nämlich durch diese Entwicklung bekommen wir das von mir vorhin am Anfang angesprochene Kampf-Pokémon.
für die Arena. Zumindest glaube ich, dass uns Galagladi durchaus in der Arena weiterhelfen wird. Der Stein kommt aus Pokémon und puff, Instant Death. Genauso funktioniert das mit dem Entwicklungsstein. Und da haben wir noch etwas. Was macht man mit Steinen? Natürlich, Pokémon entwickeln. Zum Beispiel unser Kilia zu einem Galagladi. Und Galagladi ist an sich ein sehr... Etwas, das man auf Steinen macht. Genau das. Steinmenschen bauen. Und Pokémon entwickeln. Denn Galotiri, während Liverpool das 3:1 erzielt, hat einen sehr mächtigen Angriff. Auf Level 27 bereits einen physischen Angriff von 81. Das Blöde ist bloß, es hat keine physische Attacke. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob wir mit dem Moveset irgendetwas in der Arena anstellen können. Aber wir haben noch ein paar TMs. Und die werden wir definitiv einsetzen. Zum Beispiel könnten wir Galagladi Raub beibringen. Warum? Warum zur Hölle kann es nicht Dunkelklaue lernen? Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass Galagladi Dunkelklaue kann. Okay, wenn es die Dunkelklaue nicht sein kann, dann bringen wir Galotiri auf jeden Fall den Raub bei. Was vielleicht auch im Arena-Kampf nützlich sein könnte. Anstelle erstmal von der Beschwörung. Welche Arena? Die zweite Arena. Wir stehen ganz kurz vor der Gesteinsarena und wir könnten ihm auch Dampfwalze beibringen. Und den Zertrümmerer. Ich glaube, Zertrümmerer halte ich für eine sehr gute Idee. Nicht die stärkste Kampfattacke. Aber immerhin haben wir dann überhaupt eine Kampfattacke. Da würde ich dann erstmal die Konfusion tatsächlich vergessen lassen. Und ich glaube, die Dampfwalze könnten wir ihm auch noch beibringen. Das machen wir aber allerdings erst später. Denn die Attacke Teleport können wir auf jeden Fall auch noch gleich relativ sinnvoll nutzen. Aber bevor wir das machen, warum ich hier zum Palast zurückgekommen bin. Ich glaube, ich hatte es im letzten Stream kurz vermutet. Und meine Vermutung war richtig. Denn hier an dieser Stelle können wir angeln. Sprich, wir haben hier noch einen Encounter offen. Und ich würde sagen, angeln! Genau das werden wir jetzt tun. Und nämlich ein hoffentlich wunderschönes Wasser-Pokémon an Land ziehen, was hoffentlich nicht Libiskus sein wird. Let's go! Also mit Carpador wäre ich zum Beispiel auf jeden Fall schon einverstanden. Was wir aber dann allerdings zu einem späteren Zeitpunkt trainieren würden. Angel ein Rayquaza. Und es ist Level 17. Sprich, wir müssten es später gar nicht so hoch leveln, damit es sich zu Garados entwickelt. Gut, Carpador ist unser Encounter. Bin ich völlig fein mit. Und dieses Carpador wird erstmal hypnotisiert, damit es einpinnt. Und auf einmal... Was ist hier los? Aber obwohl es schläft, ist es immer noch am Zappeln. Der Zappel-Philipp unter den Fischen. So, ich hoffe mal, dass ich es nicht noch weiter schwächen muss. Schlaf ist ja schon eigentlich ein sehr guter Zustand, um Pokémon zu fangen. Mal gucken, Carpador. Wird im Verlaufe der Reise uns bestimmt ein treuer Gefährte oder eine treue Gefährtin vielmehr. Wir haben es auf jeden Fall schon mal gefangen. Perfekter Start in diesen Stream. Ganze 97 Erfahrungspunkte. Hey. Und für Carpador wurde natürlich ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das Fisch-Pokémon. Warum wiegt dieser Fisch, der gefühlt fast nur aus Kreten besteht, warum wiegt er 10 Kilo? Naja, die urzeitlichen Vorfahren dieses Pokémon waren sehr viel stärker als ihre heutigen Nachkommen. Und schon wieder so ein kleiner Carpador. Diss. Jolly Imp incoming. Nein, please don't. Das wäre nicht so ein schönes Wesen. Wir brauchen aber jetzt einen Spitznamen. Carpador Lachs-Sorbet-Eis. Gibt es ein Lachs-Sorbet? Auf jeden Fall, Weibchen heißt, wir benennen es nach einer Eissorte, beziehungsweise allgemein nach einem Eis.
Wollen wir es Lachs-Sorbet nennen? Hä? Die wären voll nice. Korrigiere mich, wenn ich gerade falsch liege. Imp ist doch aber Angriff minus und plus Verteidigung, oder? Oder willst du mich gerade wieder trollen? Das kann natürlich auch sein. Und Jolly ist doch... Ne, Jolly wäre tatsächlich gut. Stimmt, hast du recht. Jolly wäre Spezialangriff minus und Init plus. Okay, dann verwechsel ich gerade, glaube ich, Impisch mit einem anderen Wesen. Dann wäre ich natürlich dann doch ganz gut. Gibt sowas wie Lachs-Sorbet? Ich weiß es nicht. Beide minus Special Attack. Dann sorry Nils an dieser Stelle. Dann habe ich das gerade mit einem anderen... Stimmt, Careful ist das. Ne, Careful ist plus Spezialverteidigung, nicht plus Verteidigung. Egal, ich habe mich geirrt und du hast natürlich wie fast immer recht, Nils. So, gibt es ein Lachs-Sorbet? Während Man City übrigens gerade eben in dem Moment das Spiel gewonnen hat und damit englischer Meister ist. Nicht herzlichen Glückwunsch, nicht Dankeschön. Okay. Ente. Es gibt Enteneis? Ist das dein Ernst? Einfach Enteneis. Denk einfach an die Jolly Roger. Und wenn ich an die Jolly Roger denke, warum soll ich dann an Carpador denken? Nein, City-Ente. Was? Wie? Ente. Aber das Spiel ist doch gerade vorbei und ich habe den Fernseher schon ausgemacht. Mach keinen Scheiß. Also gibt es jetzt wirklich Lachs-Sorbet? Falls ja. Und falls nicht, auch scheißegal. Lachs-Sorbet klingt ja fast appetitlich. Und ich kann nicht mal Lachs schreiben. Ich bin ja auch so ein Lachs. Ein Lachs-Sorbet vielleicht. Wie konnte ich... Ah, so konnte ich zwischen Großschrift und Kleinschrift automatisch wechseln. Also wenn jetzt niemand etwas anderes schreibt, nennen wir es einfach Lachs-Sorbet. Fischstäbchen ist fast wie Eis. Ah, aber Fischstäbchen würde ich dann tatsächlich für ein ganz besonderes Pokémon aufheben. Komm, wir nennen es Lachs-Sorbet. Lachs-Sorbet... Och, Rucksack, du bist auch so ein kleiner Troll, oder? Gibt's nicht, passt aber. Genau in dem Moment drücke ich natürlich auf Bestätigen. Aber gut, hey, Lachs-Sorbet... Auch wenn es ein Fake-Eis ist, willkommen im Team. Sonst nennst du doch Filet mit dem Jungen. Aber das ist doch auch kein Eis. Wieso denn Filet? Beziehungsweise kommt auch aus der Kühltruhe. Aus der Kryokammer, meinst du? Ja, das ist wohl wahr. Wir schauen uns erstmal... Oh, stimmt. Ich habe ja ein Fünfer-Team dabei gehabt. Wir können uns Lachs-Sorbet direkt hier anschauen. Was es für ein Wesen hat. Es hat Wassertempo als Fähigkeit. Das wird zu Bedroher, richtig? Ja, es wird zu Bedroher. Es hat ein Solowesen. Verteidigung geht nach unten, Angriff nach oben. Hätte jetzt schlechter werden können, behaupte ich einfach mal. Ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich behaupten. So, und jetzt werden wir die Teleport-Attacke einsetzen. Denn die bewirkt, dass wir zum letzten Poké-Center zurück teleportiert werden, in dem wir waren. Ich weiß bloß nicht, in welchem ich zuletzt war. Ah, in Vanitea. Vanitea ist okay. Denn von Vanitea können wir relativ schnell die Hauptstadt Illumina City erreichen. Denn da würde ich auch noch gerne etwas machen. Aber vorher werde ich, glaube ich, unser Team eben einmal umstellen. Erstmal Carpador. Unser Lachs-Sorbet geht natürlich erstmal auf die Bank. Und jetzt ist die Frage, wollen wir Galagladi im Team behalten? Wenn ja, für wen? Knocker möchte ich auf jeden Fall dabei haben. Und Ampitzel möchte ich auf jeden Fall auch mit dabei haben. Aber die Frage ist dann für wen? Wir haben aktuell 3 Boden-Pokémon im Team. Knocker hat eine sehr gute physische Verteidigung.
Ich würde fast zu Grabbit zu Haselnuss tendieren, denn ich hätte sehr gerne Onix für diesen Kampf zumindest mit dabei. Ich glaube tatsächlich, dass wir Haselnuss mal eine kleine Pause geben. Und das hier schlussendlich unser Team sein wird. Was wiederum bedeutet, dass ich mal ganz kurz das Layout anpassen muss. Erstmal brauchen wir Galagladi. Stimmt. Habe ich noch gar nicht hinzugefügt. Miau! Ja, ich mach doch schon. Little Kitty. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal Galagladi. Ja, jetzt. Ich mach doch schon. Ich beeile mich doch schon. Kleine. Ja, fauch doch nicht so rum. Alles wird gut. So, ich weiß nicht, wo ich den fetten Hasen platzieren soll. Irgendwie ist der fette Hase auf einmal nicht mehr so fett. So, ihr sollt nicht ineinander stehen. Was macht ihr denn da? Hallo, nein! Jetzt habe ich den Chat verschoben. Das man auf Steinen macht. Ein Steinmännchen bauen. Ach, weißt du was? Lass mir das mal eben so. Aber Galagladi will ich natürlich noch hinzufügen. Galagladi ist leider relativ hoch, aber nicht so breit. Deswegen sieht das gerade so ein bisschen blöde aus. Aber hey, anders kriegen wir das, glaube ich, gerade nicht hin. So, dann wird das wahrscheinlich das 6. Team sein, mit dem wir gleich reingehen werden. Heute waren 2 Mädels da, die ihre vermisste Katze gesucht haben. Oh, ja, das, oh Mann, das tut einem natürlich dann immer leid in dem Moment. Und man will ja auch irgendwie helfen, aber oh, was will man machen, wenn man sie nicht gesehen hat? Kann man da nicht so großartig viel machen. Kann man nur hoffen, dass die Katze dann schnellstmöglich wieder auftaucht. Manchmal ist das ja auch so, war bei meinem Kater auch schon häufiger mal der Fall, dass er für 2-3 Tage komplett weg war, aber dann auf einmal am nächsten Morgen oder am nächsten Abend dann vor der Tür wieder stand. Manchmal haben auch Katzen so ihre Phasen, wo sie gerne sich ein bisschen herumtreiben. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber Sorgen macht man sich natürlich in dem Moment dann trotzdem. So, jetzt laufen wir nach Illumina City zurück. Und auch das machen wir aus einem guten Grunde. Denn ich möchte mir noch eine bestimmte TM dort kaufen, die uns möglicherweise in der Arena ebenfalls helfen kann. Erstmal springt uns ein wildes Vehikel entgegen. Und Doro, einen wunderschönen guten Abend. Bist du schon wieder zu Hause oder bist du immer noch unterwegs? Auf jeden Fall, wie war dein Chorwochenende? Davon hat Blacky zumindest berichtet, dass du auf einem Konzert warst. Oder immer noch bist? Fragezeichen. Meine war auch schon mal circa 3 Tage weg. Danach roch sie nach Öl, okay. Und Keller. Ja, vielleicht will man in dem Moment dann auch gar nicht wissen, wo genau sie sich rumgetrieben hat. Hauptsache, sie ist dann wieder einigermaßen fit und vor allem gesund wieder zurückgekehrt. Ich bin da. Warum weiß Blacky das? Wir wissen alles. Aber was weiß Blacky denn ganz genau? Letztens den Steckbrief eines vermissten Hundes mit der Frage, ob man ihn gesehen hat, gefunden. Hab angerufen und gesagt, hab ihn nicht gesehen. Man hilft, wo man kann. Wow, Rucksack. Ja, du bist ja, der Gutmensch in Person. Der hilfsbereiteste Mensch, den ich je getroffen habe. Oh, da fehlen mir ja fast die Worte. So viel Gutherzigkeit. Es war ein sehr schönes Wochenende. Ah, das freut mich doch zu hören. Woher könnte er das wohl wissen? Spione? Sind dir nicht die Leute mit den schwarzen Capes aufgefallen, Doro, die dich verfolgt haben? Ich meine, nein, es haben dich keine Leute verfolgt und uns mit Informationen versorgt. So etwas ist nie vorgefallen. Hoffe ich. Puh, gerade noch so gerettet. So, jedenfalls, ich wollte erstmal etwas verkaufen. Und zwar habe ich während des Supertrainings unter anderem ein bisschen Sternstaub gesammelt. 6 Stück, die können wir immerhin für 1000 Poké-Dollar das Stück verkaufen.
Allerdings haben wir jetzt nur 28 Poké-Dollar. Aber mir ist noch eine Kleinigkeit, als ich die Items sortiert habe, aufgefallen. Und zwar haben wir ja, als wir Bisasam von Professor Platan bekommen haben, ist uns aufgefallen, dass es ein Elektrojuwel getragen hat. Warum? Auch immer. Jedenfalls können wir dieses Elektrojuwel für sehr, sehr viel Geld verkaufen. 125.000. Und ich meine, wenn uns das Spiel, wenn der Hack uns diese Möglichkeit gibt, dann nehme ich die natürlich auch sehr gerne wahr und verkaufe das Ding einfach mal für 125.000 Poké-Dollar. Der König von Monaco ist da. Malte, einen wunderschönen guten Abend. Wie ist denn gestern noch gelaufen? Beziehungsweise am Freitag. Wie ist es da noch gelaufen? Bist du da in die Punkte gefahren? Matschig, Mönche und die Nonnen? Ja, nein. Waren sie zufällig wie Mönche und Nonnen verkleidet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er hat eine Anya wie in Spy X Familie eingeschleust. Sagt mir leider nichts, die Serie. Heurika, und da ist die Monatsmiete für Monaco. 125.000 Poké-Dollar. Ich habe keine Ahnung, warum ein Juwel so viel wert ist. Also das Juwel speziell so viel wert ist. Zwei Frontflügel kaputt gemacht und Platz 16 geholt. So lala, aber überlebt. Genau, manchmal ist schon allein, dass man überlebt hat, schon ein Erfolg wert. Hauptsache, egal wie, und wenn es nur mit einem Reifen ist, Hauptsache, man ist irgendwie ins Ziel gekommen und hat das Rennen beendet. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Hey, Mo hatte 4 Frontflügel. Was habt ihr denn da getrieben? Ihr sollt doch Rennen fahren und kein Rodeo. Und ihr sollt, wenn ich mich nicht ganz falsch liege, Formel 1 ist noch nicht dazu da, anderen Rennfahrern die ganzen Einzelteile abzufahren, oder? Man soll doch einfach nur im Kreis fahren und die bestmögliche Platzierung erreichen. Einfach mal den Hack gedribbelt. Also, wie gesagt, ne, das Spiel, der Hack hat mir die Möglichkeit gegeben und dann nehme ich das natürlich auch sehr gerne wahr. Auf jeden Fall, durch dieses kleine Taschengeld, das wir dazu bekommen haben, können wir uns jetzt die wunderschöne TM Regentanz kaufen. Ich weiß nicht, ob sie uns hundertprozentig in der Arena weiterhelfen wird, aber da die Arena eine Gesteinsarena sein wird, ist die Chance relativ groß, behaupte ich mal, dass da ein Pokémon mit Sandsturm um die Ecke kommt. Und das wiederum könnten wir natürlich dann mit Regentanz einmal kontern. Könnten wir theoretisch auch mit Sonnentag, aber Sonnentag wird hier nicht so viel bringen, weil keins unserer Pokémon davon profitiert. Und wisst ihr was, Käfertrutz, wenn wir schon mal da sind, können wir uns auch nochmal kaufen. Die Frage ist nur, wem bringen wir Regentanz bei? Das überlegen wir uns vielleicht, während wir den ganzen Weg zurücklatschen. Denn das wird jetzt ein relativ langer Weg nach Relivera City zurück. Ja, moines! Und Daniel, auch an dich ein Moin Moin! Einen wunderschönen Sonntagabend, wie geht es dir? Und Saos ist auch da! Jetzt schneiden sie aber alle rein. Auch an dich, Saos, einen wunderschönen guten Abend! An dich und auch an Daniel die Frage, wie geht es euch? Wie war euer Wochenende? Bestens und selber, ich kann auch nicht klagen. Ein wunderschönes Faulenzer-Wochenende. Leider gestern DFB-Pokalfinale gesehen, wo Leipzig leider Gottes gewonnen hat. Aber hey, und Man City hat anscheinend gerade die englische Meisterschaft gewonnen. Auch das nicht so schön. Also fußballtechnisch war es nicht so dolle. Aber hey, wenn morgen der HSV gewinnen sollte im Relegationsrückspiel, dann sind die Sachen auf jeden Fall vergessen. Jetzt kommen wir alle aus dem Wochenende. Genau, zum Abschluss. Das Beste kommt zum Schluss. Ein Stream von mir. Okay, das klang jetzt irgendwie ein bisschen hochnäsig und arrogant. Aber genau so bin ich eben. Das Beste kommt zum Schluss. Deswegen wollen alle das Wochenende genau hier ausklingen lassen. Ja, same hier. DrecksRB, bin ich ganz bei dir. Hoffentlich schaffen die es. Ja, ich hoffe auch. Bitte alle, auch die, die Fußball nicht interessiert sind, dem HSV morgen einfach mal die Daumen drücken.
dass sie Hertha in die zweite Liga schießen und sich selbst natürlich gleichzeitig in die erste. Mach morgen Watch-Along. Ja, das kann nur wild werden. Ich bin auch sehr, sehr gespannt und ehrlich gesagt schon ein bisschen aufgeregt auf morgen Abend, was da passieren wird. Aber ein bisschen ablenken können wir uns ja noch, zum Beispiel durch diesen Stream hier. Und solange muss ich mir keine Gedanken darum machen. So, nicht gegen jeden Stein laufen. Wir haben gleich noch jede Menge Gelegenheiten, gegen Steine anzutreten. Denn es geht gleich in die Gesteinsarena. Tatsächlich, ich Monats selbst bin morgen für den HSV. Und das als Pauli-Anhänger. Huh. Also sah aus, finde ich gut. Habe ich auch schon mal bei dir im Stream gesagt. Ich habe ja auch selbst nichts gegen Pauli. Ich bin ja kein Hamburger Jung. Ich bin in Anführungszeichen nur HSVer. Aber habe auch, ja, man kann sagen, diverse Sympathien für Pauli. Auf jeden Fall mehr als für Werder Bremen zum Beispiel. By the way, wo wir gerade hier am Strand sind, können wir erstmal eine Magobeere aufheben. Und es fängt an zu regnen. Und wir können, das habe ich auch festgestellt, manche versteckte Items resetten sich anscheinend. Ich glaube sogar täglich. Zum Beispiel, zum Beispiel Sternenstaub. Hey, immerhin noch ein bisschen Kleingeld, obwohl wir gerade natürlich sehr viel Geld eingenommen haben. Aber hey, alles, was kostenlos auf dem Boden rumliegt, das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Moment, wo? Ah, da. Hey, und noch eine Perle. Noch ein bisschen weiteres Kleingeld. Also, wer mit mir mitleiden will, bei Malte Mo einschalten. Hashtag Werbung. Genau, Leute. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne mal bei Malte Mo vorbeischauen. Extrem sympathischer Streamer. Unter anderem mit Formel 1 und dem Politik-Simulator. Ich glaube, den spielst du auch immer noch, ne? Genau, umgekehrt bei mir. Eher noch Werder als Pauli. Aber lässt sich ja nicht streiten. Ja, ja, also wie gesagt, Pauli habe ich tatsächlich so nichts gegen. Killer, was hältst du von Vanille Cola? Habe ich früher tatsächlich mal eine Zeit lang gerne getrunken, aber mittlerweile leider, was heißt leider, überhaupt nicht mehr tatsächlich. Habe ich mal eine Zeit lang vielleicht auch mich ein bisschen übertrunken und deswegen aktuell mittlerweile nicht mehr so der Fan davon. Kirschcola finde ich lecker. Kirschcola habe ich tatsächlich noch nie getrunken, aber klingt auf jeden Fall spannend. Wäre einen Versuch definitiv wert. Wenn er für uns ist, will ich mal dein Auge zudrücken. Genau, ausnahmsweise aber mal. Ich mag zum Beispiel kein Bremen, obwohl viele Pauli-Fans Bremen-Sympathisanten sind. Ist das tatsächlich so? Viele Paulianer sind Bremen-Sympathisanten? Warum das denn? Und Rose, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hast du ja immer noch keinen weiteren Orden? Noch nicht. Noch nicht, liebe Rose. Wir sind aber hoffentlich auf dem besten Weg dorthin. Aber bevor wir in die Arena gehen, habe ich noch eine Sache festgestellt. Denn bei dieser jungen Dame hier können wir etwas kaufen. Und zwar Sprudel. Und das nur für 300 Poké-Dollar, die Flasche. Schlägst du zu? Das man auf Steinen macht. Ein Steinmenschen bauen. Ja, Steinmenschen bauen wir vielleicht heute auch noch. Immer dieses Mobbing. Kirschcola will ich auch wieder. Aber ist auch bisher dauerausverkauft. Ach, ist das was ganz Neues? Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ganz ruhig, wer hat jetzt schon wieder den Benny? Oh, natürlich. Warum frage ich auch, wer den Benny Hill Command ausgelöst hat? Malte! Rose! Ruxig! Malte! Hallo an alle, die gerade noch dazugekommen sind. Hier überschlagen sich ja die Ereignisse. Auf jeden Fall möchte ich immer ein Dutzend, nicht nur eine, sondern gleich ein Dutzend Sprudel kaufen. Denn Sprudel sind die wesentlich bessere Alternative zu Supertränken. Denn wenn wir uns mal den Vergleich anschauen, ein Supertrank, wovon wir 21 Stück haben, ist das ein gutes Omen? Ich habe keine Ahnung. Heilt 50 KP. Ein Sprudel hingegen, ein kräftiges, erfrischendes Sprudel, heilt sogar 60 KP
und kostet weniger als die Hälfte. Ein Supertrank kostet 700 Poké-Dollar, ein Sprudel nur 300. Da muss man jetzt kein Professor sein, um zu sagen, was das Bessere davon ist. Endlich mal drei... Wow, holy shit, 13 Zuschauer. Ich weiß nicht, wo ihr alle auf einmal herkommt, aber freut mich, dass hier an diesem Sonntagabend auf einmal so viele mit dabei sind. 21? Zufall? Ich denke nicht. So, leider... Wobei, doch, kann ich ja machen. Und damit das wirklich kein Zufall ist, kaufe ich einfach nochmal drei einzelne Sprudelflaschen. Damit wir auch davon 21 haben. Und dann sind wir doch, ich hoffe, bestens gewappnet. Wobei, eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Vor allem jetzt, wo Rose gerade da ist. Denn ich habe auch außerhalb des Streams ein bisschen geshoppt. Ich bin geshoppt, Alter. Ich war im Kleiderladen und habe uns ein bisschen was an Kleidungsdekoration gekauft. Aber erstmal nur eins davon auch ausgestattet. Ich glaube, hier sieht man das am besten. Rose, falls du das nicht mitbekommen hast. Wir haben ja vereinbart, sobald eins unserer Pokémon gestorben ist, dass wir immer ein Erinnerungsstück dafür kaufen. Und für Pikachu, für Shedder, haben wir ja diese wunderschöne Blume am Hut gekauft. Beim letzten Stream, als Igelava gestorben ist, haben wir dieses wunderschöne blau-weiß gestreifte Tanktop, das ihr euch ausgesucht habt, gekauft. Was ich offscreen gemacht habe, ich habe diese Skinny Jeans. Ich weiß gar nicht, sind Skinny Jeans immer noch in Mode? Sind die immer noch in? Jedenfalls habe ich die als Erinnerungsstück an Bidifas, an Karamell gekauft. Leider habe ich keine braune Hose gefunden, das hätte wesentlich besser gepasst. Aber hey, das sollte das doch auch erstmal so ganz gut widerspiegeln. Die Gefühle von Bidifas in dieser Hose leben weiter. Das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn ich das so sage. So, irgendwie komme ich mit dem Check gerade nicht hinterher. Coca-Cola Cherry. Scheint also wirklich etwas Neues zu sein, ja? Habe ich das richtig verstanden? Okay, und Daniel hat einen neuen Shooter gefunden. Was zockst du denn momentan im Stream, Daniel? Ehrlicherweise habe ich bei dir schon etwas länger nicht mehr reingeschaut, muss ich zu meiner Schande gestehen. Braune Hose. Oh Mann. Muss widerstehen. Kein Witz machen. Unterdrück den Witz. Aber bitte nicht in die Hose unterdrücken, ja? Es geht schon wieder los. Niveau, wir sind am Boden angekommen. Oh Gott, E-Mail-Account aufgemacht. 70 Mails. Kein Bock auf morgen. Was hast du denn am Wochenende noch für so viele Mails bekommen? Holy shit. Krüger, das war in der Hose. Der hat in der Hose... was? Dass da wer in die Hose kackert, hat keinen Witz mehr, sondern ist eine Tatsache. Auch wieder wahr. Auch wieder wahr. So Leute, sind wir jetzt bereit? Noch nicht ganz, denn wir gucken uns nochmal eben das... Gucken wir uns nochmal eben das Team an, bevor Saos in den Lurk geht. Und natürlich vielen Dank auch für den Lurk. Und viel Spaß. Weil die Befehle wurden erteilt. Die Befehle wurden erteilt. Es setzt Genesung ein. Genesung können wir vielleicht nach dem Kampf sehr gut gebrauchen. Denn ich habe keine Ahnung, ob wir da ohne Opfer durchkommen. Aber gucken wir kurz ins Team. Halt die Schnauze, Monokuma. Du hast jetzt hier nichts zu sagen. Zum einen haben wir Limburger, unser Luxio, bei dem attackentechnisch sich nichts verändert hat. Funkensprung bis Ladevorgang und die Kulleraugen. Bei Onyx, Flutschfinger, den wir extra nur für diesen Arena-Kampf mit ins Team nehmen, hat die Dampfwalze, das Katapult, die Tarnsteine, die ich sehr gerne am Anfang auslegen würde. Und den Gyroball, der vielleicht auch noch interessant werden könnte. Ach, und jetzt, wo ich gerade Galagladi sehe. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Galagladi auch noch die Dampfwalze beizubringen. Denn den Teleport werden wir jetzt wohl nicht mehr brauchen. Kann zwar ein bequemes Fortbewegungsmittel sein, der Teleport, aber unbedingt brauchen wir es jetzt auch nicht.
So, dann hat auch Galagladi ein einigermaßen okayiges Movepool mit Zertrümmerer, mit Dampfwalze, mit Zauberblatt. Zauberblatt leider ein spezieller Angriff. Sein Spezialangriff ist einfach nur halb so stark wie sein physischer Angriff. Aber kann vielleicht auch noch hilfreich sein. Und Raub eventuell auch. Dann haben wir Bri, Bisaknosp mit Rasierblatt, Wachstum, Egesam und Schlafpuder. Wachstum hat es noch auf Level 28 gelernt. Könnte vielleicht auch noch hilfreich sein. Und Blauschimmel, unser Starter, mit der Aquawelle, den Ruckzuckhieb, Raub und Heuler. Und ich glaube, Blauschimmel werden wir noch den Regentanz beibringen. Und schlussendlich, stimmt, ein Pokémon hat sich auch noch entwickelt. Und zwar unser liebes, kleines, süßes Tragosso ist zu einem starken, mächtigen Knogger herangewachsen. Mit den Knochmarang, der Dampfwalze, den Schwertanz und der Kopfnuss. Und ich kann mir vorstellen, eine Kopfnuss von so einem Knogger, das muss schon wehtun, wenn so ein steinharter Kopf dir eine Kopfnuss verpasst. So, aber jetzt wollen wir noch eben Blauschimmel, ich denke tatsächlich, den Regentanz beibringen. Obwohl es hier draußen schon regnet. Aber in der Arena höchstwahrscheinlich eben nicht. Oh, Galagladi könnte auch. Und selbst Luxio könnte Regentanz lernen. Interessant. Käfertrutz kann niemand lernen. Aber ich glaube... Oder doch Galagladi eventuell? Ne, ich glaube, wir bringen's Blauschimmel mal bei. Für den Fall, dass ein gegnerisches Pokémon mit dem Sandsturm daherkommt. Und ich denke, wir packen den Heuler jetzt hier tatsächlich mal raus. Genug geheult an dieser Stelle. Check it out, Hetna TV. Genau, mit Knogger als ihr Gastgeber. Wetter wird in nächste Woche ja total mies. Ja, bei uns hier im Norden, oder ich glaube, das gilt für ganz Deutschland sogar, ne? Dass die Temperaturen erstmal gewaltig fallen. Was mir persönlich allerdings nicht so viel ausmacht. Dem Schnellen der Dritte oder so. Was meinst du genau, Nikes? Das verstehe ich gerade nicht. So, warum wollte ich den Beutel? Genau, weil ich unserem Pokémon noch Items geben möchte. Denn bis jetzt trägt nur dieser Knosp etwas, nämlich die Überreste. Wir wollen auf jeden Fall jemanden den Beulenhelm geben und das wird auf jeden Fall Knogger sein. Oh, und was ich auch noch offscreen gemacht habe, ich bin nochmal in alle Gebäude in Illumina City durchgegangen. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe ein Gebäude übersehen. Und genau in diesem Gebäude gab es jemanden, der die Flinkklaue uns geschenkt hat. Und die würde ich auf jeden Fall auch gerne jemanden geben. Ist nur die Frage, wem... Eigentlich wäre dieser Knopf eine Möglichkeit und auch Knocker wäre da eine Möglichkeit. Kryonsola! Ich glaube, Kryonsola könnte echt ein Held in der Arena werden. Oh Mann, ich kann immer tippen. Du, Kryo, das kenne ich zu gut. Einfach zu gut. Wen wollte ich... Wollen wir eventuell Flutschfinger die Flinkklaue geben? Ja, geben wir mal Onyx, die Flinkklaue. Dann würde ich noch gerne. Was würde ich denn noch gerne? Oder, wisst ihr was, wir machen das anders. Ich gebe Onyx den Pudersand, um Bodenattacken zu verstärken. Und stattdessen bekommt Luxio Limburger die Flinkklaue. Dann würde ich noch gerne jemanden das Münzamulett geben. Und sonst haben wir auch schon keine wirklichen Items, die wir noch sinnvoll einsetzen könnten. Und bei Galagladi würde ich tatsächlich den Slot vom Item offen lassen, damit wir auch gezielt Raub einsetzen können. Denn ich gehe stark davon aus, dass die gegnerischen Pokémon von Arenaleiter auch Items tragen. Und dann sollten wir eigentlich hoffentlich soweit gut aufgestellt sein. Vorbereitung ist das halbe Leben, sagt man so schön. Aber das Entscheidende passiert dann eben doch immer in der Praxis.
Guter Sand ist auch nicht schlecht für Kryo. Ja, das stimmt. Das wäre auch noch, jetzt wo du sagst, das wäre echt auch noch eine Möglichkeit. Kryo pudert sich also gerne. Du, jeden das seine. Ich weiß ja nicht, was er pudert, aber ich will's. Ich wusste, dass das von Doro kommt. Den Arsch? Fragezeichen. Den Hint. Ja, ach ja. Warum wundert ein das nicht mehr? Warum nicht? Man weiß einfach die Antworten manchmal, bevor sie dort erscheinen. Aber ja, ich glaube, das Pudersand, wäre auch für Knorrer eventuell eine Möglichkeit. Und dann vielleicht Limburger oder Flutschfinger dem Beulenhelm geben. Ich glaube, das machen wir sogar. Flutschfinger und Kryon Soda tauschen mal die Items. Dann stellt sich nur noch die Frage, mit welchem Pokémon wir beginnen werden. Puiuiui, das ist eine wichtige und vielleicht sogar entscheidende Frage, denn wenn wir einen schlechten Lead haben, müssen wir eventuell sofort direkt auswechseln, was uns einen kompletten Zug kosten könnte. Im Übrigen, Kinder, Danganronpa wird bei mir gerade sehr weird. Ach, Danganronpa und weird? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Was sagst du denn da, Rose? Ich weiß so langsam nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll und habe so gar keinen Plan, wie das enden wird. Aber dafür ist Danganronpa doch auch bekannt, dass man eigentlich so gut wie nie weiß, wie diese Serie enden wird. Auch deswegen mag man die Serie, glaube ich, unter anderem doch so gerne. Nee, aber zur Frage zurück, mit wem wollen wir beginnen? Die Frage ist, wen vermute ich... Na okay, hier wollen wir nicht lang. Wen vermute ich beim Gegner? Und vor allem, wie viele Pokémon wird er haben? Ich gehe schon fast davon aus, dass er mit einem kompletten Sechser-Team um die Ecke kommen wird. Und eine Gesteinsarena. Ich glaube, bietet sich eigentlich immer dafür an, viele Fossil-Pokémon zu haben. Im regulären Spiel hat er ja ein Balgoras. Oder ein Balgoras, so heißt es. Und ein Armadillo. Ich denke mal, dass er die beiden Pokémon auch haben wird. Und ich vermute auch ganz stark, dass er ein Liliep, heißt es Liliep, das Pflanzengesteinsfossilmon haben wird. Er wird höchstwahrscheinlich Ammonitas oder Kabuto haben oder sogar beide. Und im schlimmsten Fall, was ich fast befürchte, dass er vielleicht sogar ein Aerodactyl im Team hat. Und das wäre schon ein ziemlich starkes Pokémon zum aktuellen Zeitpunkt. Aber was wird sein Lied sein? Wenn er mit einem Wasser- oder Pflanzengesteins-Pokémon anfängt, dann wäre Flutschfinger alles andere als eine gute Wahl. Andererseits würde ich sehr gerne die Tarnsteine so früh wie möglich rauslegen. Also ich habe eigentlich zwei Optionen, oder ich sehe zwei Optionen. Entweder eben Onix versuchen die Tarnsteine rauszulegen, oder wir fangen erstmal mit Limburger an, der erstmal direkt den Bedroher rausholt, um den Angriff des Gegners zu senken. Wenn ein Wassergestein sein Lied sein wird, dann hätten wir da die perfekte Wahl getroffen. Aber es sind so viele Fragezeichen. Oha, du hast ja überlevelt. Skandal. Ach komm, so mini, wirklich mini, mini, minimal. Ich glaube, du sagtest, Level 27 wäre das eigentliche Cap gewesen. Aber ich denke, das ist gerade noch so okay, oder? Limburger wäre Suizid, wieso? Also ich glaube schon. Ich meine, das ist hier eine Gesteins-, keine Bodenarena. Es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit da, dass er auch zumindest ein Gesteins-Boden-Pokémon hat, wie zum Beispiel Onix oder vielleicht ein Georock. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, gegen die meisten kann Limburger tatsächlich was machen. Vor allem eben gegen Wassergestein.
Kryo, das noch nicht, aber mir würde gar nichts mehr wundern, wenn ich ehrlich bin. Was ich heute gesehen habe, da hatte ich mittlerweile einen offenen Mund vor Entsetzen, okay? So schlimm, was da in Danganronpa in another episode passiert? Okay, jetzt machst du mich auf jeden Fall noch interessanter oder noch mehr interessiert daran, das Spiel mal irgendwann zu spielen. Jo, 27. Da wurde einfach offscreen weitergespielt. Ja, weil ich wirklich trainieren musste. Leute, ein bisschen Training musste einfach sein. Ich hätte es natürlich auch im Stream machen können. Aber das hätte wirklich mindestens einen ganzen Stream gefüllt. Das ganze Trainieren und vor allem das ganze Supertraining und das ganze Drumherum. Das wäre mit der Zeit echt langweilig geworden. Du kannst es versuchen, aber Lord Helix sagt, es sei Suizid. Oh shit, Lord Helix. Und apropos Lord Helix, die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr groß, dass wir Lord Helix sogar in diesem Kampf begegnen. Denn ich habe irgendwie echt die Vermutung, dass er ein Ammonitas haben wird. Okay, wenn Rucksack sagt, es wäre Suizid. Und wehe, Rucksack, ich verurteile dich, wenn der jetzt mit einem Wassergesteins-Pokémon anfängt, dann erkläre ich dich dafür verantwortlich. Ich speichere mal sicherheitshalber nochmal. Oh Mann. Nächstes Danganronpa Stream-Projekt. Ja, zumindest aber nicht direkt als Nachfolger. Ich werde erstmal nach Danganronpa eine kleine Danganronpa-Pause machen. Aber wäre auf jeden Fall für die Zukunft ein Projekt, ein Spiel, was ich mir vorstellen könnte, im Stream zu spielen. Wenn man bedenkt, dass da hauptsächlich Kinder im Grundschulalter dort rumrennen, dann ja definitiv. Okay. Sind da tatsächlich Grundschulkinder nur unterwegs? Also ich habe vom Spiel so gut wie noch gar nichts gesehen, bis auf die beiden Hauptcharaktere. Und die sind ja bekanntermaßen nicht unbedingt im Grundschulalter. Erinnerst du dich noch an den Jungen, der da getanzt hatte? Ich glaube, den hatte ich dir mal gezeigt. Das war dagegen noch harmlos. Ach, du meinst den mit der bestimmten Bewegung? Ja. Ich erinnere mich. Und der war noch harmlos, okay. Ich empfehle es, sollte auf jeden Fall vor der dritten Visual Novel gespielt werden. Also vor Teil Nummer 3. Ich denke, das werde ich dann auch irgendwann in Angriff nehmen. Oh Leute, ich bin mir so unsicher. Wollen wir es wagen? Wollen wir es angehen? Arena-Kampf Nummer 3. Ich habe ein bisschen Angst. Aber da müssen wir jetzt wohl durch. Ich habe dich schon erwartet. Also, jetzt nicht dich im Speziellen, aber eben einen würdigen Herausforderer. Du hast Smarties auf den Kopf. Soll das in sein, oder was? Meinen Hals, meine Arme und Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. Du hast die Steilwände bezwungen. Das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals sowie meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Und das ohne Feuerriegel, ja, beziehungsweise ohne Igelaber. Das wird dadurch eine ganze Ecke schwerer. Ich werde mal den Sound ein bisschen erhöhen für die Arena-Leiter-Mucke, die jetzt kommen wird. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicherlich ein Vorteil, aber beim Pokémon-Kampf? Wir werden es sehen. Einmal die Schulter noch geknackst. Und dann geht es los. Arena-Leiterkampf Nummer 2 steht endlich auf dem Programm. Arena-Leiter Lino wird unser Gegner sein. Und er beginnt mit Amarino. Und er hat 4 Pokémon. Ist okay. Und er holt direkt den Hagelalarm. Okay, das ist überraschend. Ich habe zwar mit einer Wetterattacke gerechnet, aber eher mit dem Sandsturm. Level 27. Zeit für ein Duell. Das Ding ist unglaublich.
unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Hey, ganz ruhig. Hier wird niemand mit einem Schlag besiegt. Das Ding ist, Onyx hat eine Eisschwäche und er wird mit der Eisattacke daherkommen. Aber Amarino ist doch eher der physische Angreifer, oder? Wenn da jetzt ein Eissturm kommen würde. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass das Ding Blizzard der kann, oder? Schlitter. Das ist nicht dein Ernst, Kryo. Könnte es eventuell Blizzard haben? Der Blizzard! Ein spezieller Art Attacker ist das. Ich glaube, da müssen wir ohne etwas, das man auf Steinen macht. Ein Steinmenschen bauen. Erstmal so völlig aus dem Feeling rausziehen mit dem Steinmenschen. Dann müssen wir Onyx auf jeden Fall rausnehmen. Kann das Ding... Wow, Megasauger! Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Wow, Megasauger! Kann das Ding tatsächlich Blizzard? In dem Fall... Leider kann ich mich gerade nicht bewegen dazu. Und irgendwie ist das gerade ziemlich laut. Ich falle aus dem Rahmen. Aber nur ein kleines bisschen, Rose. Was ich sagen wollte, Galagladi hat eine, ja, relativ gute Spezialverteidigung. Und ich denke, ein Zertrümmerer sollte ausreichen. Wir wechseln zu Galotiri. Hast du Attacken randomized oder wie? Der Arenaleiter oder beziehungsweise Weißnebel. Okay. Was genau bewirkt Weißnebel nochmal? Bewirkt das, dass wir dem keine Zustandsveränderung zufügen können, oder bedeutet das, dass wir seine Werte nicht senken können? Das hat kein Blizzard, ziemlich safe nicht. Ja, jetzt definitiv nicht. Achso, was ich sagen wollte, die Attacken sind nicht gerandomized, sondern die gesamten Pokémon sind gerandomized. Sprich, auch die Attacken sind vom Hackersteller natürlich ausgewählt worden. Reicht ein Zertrümmerer. Wir müssen angreifen. Wir sind schneller. Vierfach effektiv. Und es reicht. Sehr schön. Hat sich jetzt schon gelohnt, Galotiri mit ins Team zu holen. Wir werden natürlich von den Hagelkörnern getroffen. Und ich habe vergessen, den EP-Teiler einzustellen. Flatterix. Ein weiteres Fossil-Pokémon. Und ich glaube, now it's the time to shine for Limburger. Gesteinflug. Psykraft. Die Attacke haben wir leider nicht. Erstmal den... Oh, shit. Weiß nicht... Nein, hier explodiert niemand. Weiß nicht, bewirkt also, dass auch Bedroher nutzlos ist. Und der Pflücker hat ganz schön Schaden gemacht, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, weil der Bedroher nicht gewirkt hat. Aber Flapterix hat ja die Fähigkeit, sobald wir ihn... Wow, Hydropumpe! Oh, es ist sehr gut in Form! Ich glaube, ich muss während eines Arenaleiterkampfs muss ich zumindest die Befehle, die Commands echt mal ausstellen. Denn das lenkt ein bisschen ab. Wenn Flapterix unter seiner Hälfte der KP ist... Halbiert sich doch sein Angriff. So war das doch, oder? Wenn jetzt ein Steinhagel... Der wird noch kein Steinhagel können. Sorry, alles gut. Lass mir die Katze noch mal eben ein bisschen sich abreagieren.
Ich gehe auf den Funkensprung. Das wird schon kein Steinhagel können. Aber Antikraft. Zum Glück gab es da keinen Boost. Wow, und das hätte fast gereicht. Ach stimmt, und die Hagelkörner treffen natürlich auch den Gegner. Das heißt, in der nächsten Runde geht Flapterix wegen dem Hagelsturm kaputt. Es sei denn... Ein harter Treffer! Es sei denn, er setzt einen Trank ein. Wir gehen mal zu Blauschimmel raus. Die Katze hat halt ein leckeres Vögelchen gesehen und kommt nicht ran. Ah! Wobei, dieses Vögelchen würde ich jetzt nicht unbedingt als lecker bezeichnen. Ist ein bisschen hart. Und er benutzt nur einen normalen Trank. Und der Hagelsturm hat aufgehört. Sehr schön. Wir sollten noch schneller sein, oder? Flapterix ist zwar relativ schnell, aber nicht so schnell wie Blauschimmel. Come on! Jawohl, Aquawelle und ciao. Weißnebel auch weg. Bedroher wirkt also wieder ganz genau. Wobei der Weißnebel hört... Ne, stimmt, hast recht, der Weißnebel hat jetzt schon aufgehört. Galapafloss. Das nächste Fossil-Pokémon. Der fünften Generation. Die Schildkröte, Wassergestein. Hatte also recht. Es ist zwar nicht Lord Helix, aber er hat ein Wassergesteins-Pokémon dabei. Was wahrscheinlich auch Antikkraft kann. Ich glaube, wir bleiben einfach mal drin. Ich könnte natürlich jetzt auf den Regentanz gehen. Aber dadurch würden wir natürlich auch seine Wasserattacken verstärken. Wow, was für ein kreatives Pokémon-Design. Nicht. Na komm, es ist... Ja, es ist nicht gerade relativ... Kreativ? Nicht relativ kreativ. Aber irgendwie hat es doch was. Es ist eine sympathische Schildkröte. Waterpulse und go! Yes, Sir! Okay, er scoutet erstmal. Schutzschild. Gut, aber das bringt dir jetzt nicht allzu viel. Jetzt kommt die Aquawelle nämlich durch. Sollte die Hälfte an Schaden machen. Oder auch nicht. Knirscher. Wie viel macht das? Oh no, wir bekommen den Verteidigungsdrop. Es ist aufgewacht. Es hat nie geschlafen. Deswegen ist es ja nie aufgewacht. Hätte er Lord Helix gehabt, hättest du den Nastok aufgeben müssen. Es wäre Blasphemie, Lord Helix anzugreifen. Ja. Hast du schon recht. Aber zum Glück scheint er es nicht zu haben. Wobei, ein viertes hat er auch noch in der Hinterhand. Aber das wird höchstwahrscheinlich Balgoras sein. Warum kommt jetzt die ganze Zeit Blizzard? Hier macht niemand Blizzard. Hört auf damit. Praise Lord Helix. Okay, ich glaube, man muss mich mit Lord Helix aufklären. Lord Helix ist Ammonitas. Und Lord Helix... kann in die Zukunft schauen. Was Lord Helix sagt, ist Gesetz. Aber zum Glück scheint er kein Ammonitas zu haben. So, das Ding ist, wenn er jetzt nochmal Knirscher macht, oder vielleicht eine Gesteinsattacke und uns damit crittet, sind wir relativ safe down. Wir gehen zu Brie raus. Dieser Knosp, komm heraus. Okay, er geht wieder auf Schutzschild, warum auch immer. Okay, ich nehme das mal so hin. Genau, keine Fragen stellen. Lord Helix mag es nicht, wenn Fragen gestellt werden. Rasierblatt, vierfach effektiv, let's go. Und tschüss. Du kleine Schildkröte. Willst du viel? Kämpf mit Brie. Sehr schön. Und da kommt Balgoras. Von Typ Gestein und Drache. Sprich, Pflanzenattacken sind hier nicht besonders wirksam. Was könnte Balgoras?
Wenn das Ding Drachenwut kann, kann es potenziell noch sehr gefährlich werden. Befragen, wenn Sie sich bitte, an das ATV, das All-Terrain Venomoth. Da kommt Doro! Welcome back, Doro! Ein Mini-T-Rex, ja? Auch das Design, by the way, jetzt nicht besonders kreativ. Komm, wir holen mal den Egelsamen raus. Wir sind sogar schneller. Charme. Wow, volle Kanne auf die 12! Volle Kanne auf die 12! Unser Angriff sinkt stark, aber das ist uns relativ latte. Sleep Seeds, ja, das war mein Plan. Jetzt werden wir ihn einmal einschläfern. Oder auch nicht, denn die Attacke geht daneben. Die Macht der Stärke. Die Macht der Stärke. So, jetzt liegen auf jeden Fall die Tarnsteine auf unserer Seite. Aber ich denke, mit dieser Knosp sollten wir das hier trotzdem gut handeln können. Vorausgesetzt, Schlafbruder trifft. Nein, natürlich nicht. Das zweite Mal daneben. Und holy shit, das war ganz schön viel Schaden. Ach stimmt, wahrscheinlich hat das Ding, wie heißt die Fähigkeit? Titankiefer? Was Zahnattacken oder Bissattacken stärkt. Und allgemein hat Balgoras ja schon einen relativ guten Angriff. Komm, wir probieren es nochmal. Hey, und beim dritten Mal trifft es endlich. Bald kommt Pizza! Schon wieder Pizza? Welche gibt es diesmal? Genau. Wahrscheinlich wieder irgendetwas mit Knobi. Wir haben einen neuen Champion. So weit ist es noch nicht ganz, Kryo. Noch nicht ganz. Strongjaw. Genau. Ich glaube, zu Deutsch ist das Titankiefer. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. So, und jetzt werden wir uns mal boosten. Wobei, ich hätte eigentlich wechseln sollen, oder? Weil er uns ja mit Charme schon einmal stark den Angriff gesenkt hat. Aber egal, wir boosten uns jetzt bis ins Unendliche. Rucksack-Poketyp kannst du nur einmal pro Stream